Da schwindet er dahin, der Traum vom Dancing-Star-Titel 2022. Am Ende der 9. Show muss Bastian Bielendorfer das Tanzparkett räumen. Aber so ganz können wir den Let's Dance-Star irgendwie nicht ziehen lassen. Stattdessen stellt sich der 37-Jährige im Rahmen von Ein Promi, ein Joker den ziemlich privaten Fragen von RTL-Reporter David Motjarath. Egal, ob es um sein schlimmstes Horror-Date oder seinen schrägsten Job geht, Basti steht auf gewohnt humorvolle Weise Rede und Antwort. Nur eine Frage geht dem Spaßvogel dann doch eine Spur zu weit. Bei welcher Frage er die Reißleine zieht, zeigen wir im Video. Bastian Bielendorfer, vom Mad Eagle zum Tänzer. Es sind Momente, die sich wohl in die Gedächtnisse der Let's Dance-Fans einbrennen dürften. Ob als Labormaus Pinky oder im goldenen Glitzerschlüpfer an der Polestange, der ehemalige Wer wird Millionär? Kandidat war und ist immer für einen Spaß zu haben. Kein Wunder, dass Basti im Interview auch David Motjarath mit seinen bissigen Kommentaren das eine oder andere Lachtränchen entlockt. So bezeichnet sich der Comedian beispielsweise als sehr überschaubar erotisch und hält sich sowieso eher für einen menschgewordenen Mad Eagle. Doch aus eben diesem habe Profitänzerin Ekaterina Leonova bei Let's Dance immerhin einen recht annehmbaren Tänzer gemacht, sagt er, dass ich's geschafft habe. Fast ins Finale einer Tanzshow zu kommen, ist einfach völlig absurd. Ein paar Kostbarkeiten möchte das 37 Jahre alte Lehrerkind dann aber doch lieber für sich behalten. Nicht aber ein paar erfrischende Details über seinen Vater, der ruft nämlich scheinbar immer zu den passendsten Zeitpunkten an, wie Basti ebenfalls oben im Video erklärt.